Fahrrad, Stiefel, Brustpanzer, da-da, da-da, Helme, Brillen. Ja, gleiches Thema wie immer, aber ich glaube, wir haben alles. Also, let's go. Servus Leute und herzlich willkommen zur 6. Runde der ADAC Mix Masters hier auf dem Waldkurs in Bielstein. Ich schaue mich mal kurz um, links und rechts. Naja, wie immer, einer der letzten, der ins Quali geht. Aber das bin ich schon gewohnt, das ist meine Taktik. Schön entspannt von hinten Spuren anschauen und dann mit freier Fahrt angreifen. Strecke sieht ganz geil aus, wobei der gute Boden oben sich schon wieder ein bisschen weggefahren hat. Unten drunter kommen ein paar Steine und es wird ein bisschen rutschig. Im ersten Sektor hatte ich schon ein paar richtig gute Ansätze. Leider hatte ich ja ein bisschen Verkehr und konnte nicht bis ins Ziel durchziehen. Aber zum Ende ist nochmal richtig spannend geworden. Das ist richtig stark. Aber jetzt muss er natürlich auch das Glück haben, dass im zweiten Sektor freie Bahn ist. Dennis Ulrich vielleicht hier noch ganz zum Schluss mit der Chance für den Deutschen in dieser Gruppe den Pole zu holen. Nochmal Engor. Und es reicht, Ulle holt den Pole hier in dieser Gruppe. Ich denke, wenn es jetzt trocken bleibt, wird es im ersten Lauf am Anfang noch ein bisschen nass. Aber ja, eine Spur hat sich schnell reingefahren, wird wahrscheinlich schwer zu überholen. Deswegen ist der Start wieder ganz wichtig. Und im zweiten Lauf soll dann ja, ganz gute Bedingungen sein, denke ich mal. Thank you.
Neurer, unter der da irgendein Problem hat. Und auch Dennis Ulrich kann jetzt hier an der 909 vorbeigehen. Am achten kleinen Fahrfehler, hier links, da war ja fast vor dem Arm. Hinter von der einen Attraktion, Frau Jung. Ja, und diese Gruppe, die wird jetzt schon angeführt und vorne Dennis Ulrich. Wahnsinn, der ist schon Sechster. Der ist Sechster und übernimmt damit in diesem Moment die Führung in der Meisterschaft. Dennis Ulrich, was für ein Augenmerk. Der war nicht in den Top 20 nach der ersten Runde. Der Helm ist so schwer. Mach bei jedem Sprung. Ja, direkt am Start. Ja, weil es geregnet hat, nicht weggekommen vom Start. Komplett durchgedreht, war ich absolut irgendwo hinten. Habe mich versucht durchzuwurschteln. Und direkt oben in Wellen, vor mir, also erste Welle rüber, in die zweite rein, abgebogen und mir direkt vors Vorderrad, ich genau ihm auf die Karre gesprungen. Pam, komplett überschlagen. Alles krumm, alles voller Matsch. Und dann ging es vom letzten Platz wieder nach vorne. Bin fix und fertig. Zwischendrin noch einen Leo überholt. Ich weiß gar nicht, wie vierter ich geworden bin. Wie vierter war ich jetzt? Sechster und Meisterschaftsrunde. Sechster und ja. Ich denke mal, vom letzten Platz auf den sechsten, bei den Bedingungen, kann man auf jeden Fall mitleben. Besser im zweiten Lauf. So, kurzes Update vom Bike. Der Crash nach dem Start hat auch seinen Spuren hinterlassen. Denn neues Rahmenheck dran. Das andere ist hier hinten gerissen. Und ja, Lenker war auch komplett krumm. Also leicht erschwerte Bedingungen, um das Rennen fertig zu fahren. Aber hat noch gut funktioniert. Rahmenheck hat gehalten. Von dem her bin ich auf jeden Fall, ja, super froh, auch wenn ich das erst mitbekommen habe. Auf der 8. Position
Wir steigen ein mit Platz Nummer 3, der vierfache Masters Champion und der neue Spitzenreiter vor dem Finale aus Deutschland, Bodo Schmidt und Skwana. Ich will euch hören für Dennis Ulrich. Und nochmal Applaus für Dennis Ulrich, Jeffrey Erlings und Paul Jonas. So, Ulle, hat ja dann ein bisschen länger gedauert, bis dein Plan aufgegangen ist. Ich mache einen Holdshot, fahre da ein bisschen vorne und lass mich dann von den anderen mitziehen. Ja, im ersten Lauf war es genau das Gegenteil. Ich bin nicht weggekommen aus dem Start, hat nur durchgedreht, ein bisschen zu aggressiv die Kupplung losgelassen. War ich irgendwo im Mittelfeld und bin direkt oben in den Waves. Ist einer vor mir quer rüber, ich bin direkt reingesprungen und direkt überschlagen. Von dem her, ja, ging es dann genau von ganz hinten nach vorne. Aber ich denke, ich habe einen guten Speed gefahren. Und ja, in der Meisterschaft hat es sich auch einigermaßen ausgegangen. Ja, ausgegangen. Gedreht hat es sich. Also mit dem Red Plate geht es zum Finale nach Holzgerlingen. Daumen drücken, vielleicht für die Nummer 5 in Sachen Titel. Für unser Deutschen, für Dennis Ulrich, nochmal einen fetten Applaus. Ja, zweiter Lauf lief jetzt wie geplant. Holdshot gezogen, erst ein paar Runden geführt. Dann ja, konnte ich den GP-Guys nicht mehr unbedingt Paroli bieten. Hätte zwar können noch ein paar Runden weiter ja, durchziehen, aber ich meine, es hätte nichts gebracht. Im Endeffekt fahren sie den, ja, den Mega-Speed einfach komplett durch. Von dem her habe ich ein bisschen rausgenommen. Es geht ja auch schließlich um die Meisterschaft. Und gerade jetzt im zweiten Lauf hat die Strecke mega ausgefahren, waren Kanten da, Steine rausgekommen, im Wald war es ziemlich rutschig. Und dann ja, einfach ein bisschen verwaltet, den dritten Platz nach Hause gefahren, hat trotzdem einiges an Vorsprung auf dem Viertplatzierten. Und in der Meisterschaft hat es jetzt echt, ist echt gut aufgegangen. Jens ist leider gestürzt im ersten Lauf und ist, glaube ich, jetzt erstmal out. Ich weiß nicht, ob er in Holzgerlingen wieder fahren kann. Aber ja, selbst im ersten Lauf am Leok vorbei noch von ganz hinten. Im zweiten Lauf jetzt wieder zwei Plätze vom Tarn-Leok. Und von dem her, ja, Meisterschaftsführender für mein Heimrennen Holzgerlingen, wo ich mich richtig drauf freue. Und ich hoffe mal auf Werksboden und dann hoffen wir mal, dass wir wieder ganz oben stehen. Bis dann. Ciao. Ja.